Willkommen im Norden Deutschlands. Ich habe hier meinen Kleinen aufgesattelt, denn er hat ein funkelnagelneues Bielstein B16-Fahrwerk eingebaut bekommen. Wir wollen uns fit machen für die diesjährige Langstreckensaison und diesbezüglich muss erstmal getestet und eingestellt werden. Doch bevor es soweit ist, muss ich mich erstmal einer äußerst strengen Sicherheitskontrolle unterziehen. Hallo. Hi. Schön, dass ich heute hier sein darf. Herzlich willkommen, Herr Bildstein. Ja, danke. Ihr habt sehr, sehr professionell hier. Mir gefällt's. Wunderbar. Sag mal, ich habe ja jetzt ein funkelnagelneues Fahrwerk eingebaut bekommen. Das soll heute natürlich optimal für mich eingestellt werden. Aber vorher muss ich wissen, womit habe ich es denn überhaupt zu tun hier? Es ist ein Bildstein B16 in Rennsportabstimmung. Das heißt, die Erfahrung, die wir haben, haben wir dort hineingebracht, haben dort hier eben letztendlich sämtliche Diagramme dargestellt. Können genau sehen, wie wir die Abstimmung gewählt haben. Wichtig ist, dass wir sagen, eben heute unterstützen wir und finden dort die richtige Einstellung. Das Wichtigste ist natürlich dann, einfach mal ins Auto reinsetzen, fahren, sich ans Fahrwerk gewöhnen, kommen nachher zurück in die Werkstatt und ermitteln dann eben genau die richtige Einstellung für jeden einzelnen Fahrer. Mhm. Gut, das heißt, ich befinde mich jetzt in der Grundeinstellung und mit der lege ich los. Aber bevor es soweit ist, muss ich mich natürlich erstmal noch umziehen. Ne? Okay. Wir sind jetzt bei der Grundstufe, die Reifen werden langsam warm. Es macht Spaß zu fahren, aber ich muss sagen, mein Mini ist ganz schön schwammig. Ich muss hier ständig gegenlenken. Dann müssen wir auf alle Fälle noch mal was umstellen. Das ist noch nicht optimal, denn wir sind ja nicht bei der Rallye, wo man um die Kurven driftet, sondern das Auto soll wie ein Brett auf der Straße liegen. Und da geht noch was. Die ersten Fahrversuche waren gut und haben Spaß gemacht. Schön. Aber jetzt geht es natürlich ans Eingemachte. Ich weiß, dass ich Zug- und Druckstufe verstellen kann. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Aber was passiert überhaupt in diesem B16-Dämpfer, wenn ich jetzt hier das Einstellen anfange? Ja, wir haben hier ein Modell, woran wir eben ganz schön einen Einrollstoßdämpfer erkennen. Das heißt also, der Stoßdämpfer arbeitet mit Öl letztendlich, haben hier unseren Arbeitskolben. Und bei der Verstellung ist es eben so, dass wir mit Hilfe dieser Rasterung deutlich fühlbare Klicks letztendlich einen Bypass öffnen oder schließen und damit machen wir den Stoßdämpfer weicher oder straffer. Ich erkläre es mal kurz. Druckstufe, der Reifen taucht in den Radkasten ein. Zugstufe, Karosserie und Reifen entfernen sich voneinander. Und wie das am Fahrzeug eingestellt wird, zeige ich dir am besten jetzt. Okay. Ja, hier sieht man jetzt ja schön das funkelnagelneue Federbein. Hier oben kann man natürlich auch noch mal ein bisschen was einstellen. Ich glaube, damals so sind wir beim Mittelwert. Richtig, genau. Die Höhe passt eigentlich auch erstmal. Wie ist das jetzt beim Dämpfer? Auf was ist der momentan eingestellt? Der ist auf die weicheste Stufe eingestellt. Das heißt, so testen wir immer im Motorsport. Man kann ihn natürlich ganz einfach einstellen im eingebauten Zustand. Das kann ich mal jetzt kurz zeigen. Das heißt, man dreht das Rad zum Beispiel zur Seite, hat hier die Einstellung. Wie fandest du denn die Einstellung? War die gut oder? Es war mir noch ein bisschen zu weich, aber wenn wir ganz weich anfangen, dann können wir noch ein bisschen härter gehen, richtig, oder? Ich würde vorschlagen, wir wählen einfach mal zwei Klicks mehr. Mhm. Das heißt, wir drehen hier letztendlich am Einstellrad den Stoßdämpfer um zwei Klicks straffer, machen die Räder wieder drauf und fahren einfach. Mädchen einfach. Einfach drehen und weiterfahren. We'll be right back.
herrlich. Ist das herrlich. Ich muss sagen, ich habe sofort gemerkt, die zwei Klicks haben es schon gebracht, aber für meinen Geschmack ist er noch ein bisschen zu schwammig. Ich möchte ihn noch ein bisschen härter einstellen, damit er auch wirklich wie ein Brett liegt. Deswegen werde ich da vorne jetzt mal selber Hand anlegen. Bin mal gespannt, wie einfach das ist. Schon gefunden, das Rädchen. Man kann sich das vorstellen wie eine Schraube. Umso weiter man reindreht, desto härter wird es. Das heißt, ich muss die Zahlen gar nicht sehen, um zu wissen, was ich da tue. Okay, passt, weiter geht's. Wunderbar, Stufe 5, das macht Spaß, optimales Setup, der Mini schnurrt wie ein Kätzchen und ich auch, wunderbar, das ist toll, juhu! Was für ein Tag, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr, wir beide sind auf alle Fälle fit für die Saison. Und ich habe heute derart viel Gas gegeben, dass ich jetzt ganz entspannt nach Hause donnern kann. Jederzeit übrigens wieder gerne hier. Apropos, schöner geht's nimmer mehr. Das nehme ich auf alle Fälle mit als Souvenir. So, tschüss und bis bald. Juhu.